Und damit herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von Shakes and Fidget. Heute auf Server 42 Deutschland auf dem Druiden, der mittlerweile die 350. Stufe erreicht hat. Und im letzten Video hatte ich euch schon mitgeteilt, dass ich ja einiges vorhabe auf dem Charakter. Hatte sogar ein extra Video dazu schon hochgeladen. So eine kleine, etwas größere Aufjagd auf diesem Server. Nicht, dass es ein neuer Account ist und ich nicht 300 Alu spiele. Ich spiele schon jeden Tag mehr 300 Alu und Alit. Nur habe ich seit einer halben Ewigkeit keine Dungeons mehr gemacht, nicht mehr geskillt und auch meine Edelsteine nicht ausgetauscht. Hatte schon erzählt, mit Stufe 200 ungefähr, weil ja, war ich, da war das Black Friday Event, da hat man sich überall Black Games gezogen, da habe ich ja mich zu meine Begleiter komplett ausgerüstet. Mit den schönen Black Games, die ungefähr einen Durchschnittswert von 300 Attributen hatten. Jetzt ist es so, zu dem Zeitpunkt war ich ja wie gesagt Stufe 200, die Mine war 10. Jetzt bin ich Stufe 350, die Gilde hat mehr Ritterhallenpunkte und meine Mine ist Stufe 20. Jetzt würde ich gerne einmal komplett neue Steine suchen. Und zum Zeitpunkt, wo wir 9 gute neue Black Games gefunden haben, würde ich dann einen Event-Stream veranstalten. Und dann würden wir uns komplett durch die Dungeons ballern und mal schauen, wie viele Level-Ups wir machen können. Wie weit wir in der Ehrenhalle aufhören können. Ich habe hier schon 3 Steine gefunden. Aus den letzten ungefähr 30 Steinen, die ich gesucht habe, sind dann 3 Black Games auch rausgekommen. Die Quote ist absolut bescheiden. Liegt aber daran, dass wir aktuell nur ungefähr 12 mal RH15 in der Gilde haben. Das ist noch nicht so rosig und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Wochen jetzt noch tut. Damit ich ja an meine Black Games komme. Ansonsten war schon die Überlegung, ob es vielleicht irgendeine Gilde gibt, die sagen würde, okay, hier Terra, wir haben gerade einen Platz frei, komm ruhig vorbei und gönn dir einmal eine Portion neue Steine. Also falls irgendjemand hier ist, ein Offizier oder ein Gildenleiter aus den anderen Gilden und mir diese Option anbieten würde, wäre das ziemlich nice. Wenn nicht, dann nicht. Dann hoffe ich einfach, dass wir hier, dass ich die Steine hier finde und dass wir ein bisschen mehr R15 in der nächsten Zeit noch zusammenbekommen. Aber ja, das würde halt dabei helfen, dass das ein bisschen schneller hier vorangeht. Nächster Punkt, was wollte ich sagen? Wir suchen aktuell auch noch Verstärkung für unsere Gilde Maskenpflicht. Günther die Sau hat mich gefragt, dann meinte ich, könnte ja im nächsten Video, das ich aufnehme oder das nächste, wenn ich live bin, mal ein bisschen für die Gilde werben, wenn ich darauf Bock hätte. Und da habe ich kein Problem mit, ne? Falls ihr Bock habt, wir Maskenpflicht suchen aktuell noch ich glaube 2 bis 3 aktive Spieler. Wir haben 2 inaktive und ich glaube 1 Free-to-Play-Spieler oder 2. Die man austauschen könnte, nicht muss. Aber 2 inaktive haben wir, die wir auf jeden Fall ersetzen müssten. Das heißt, wenn ihr Bock habt, auf s42.de spielt, kommt gern vorbei. Und da nochmal zu einem anderen Thema. Nämlich hat mich ein Zuschauer öfter mir in die Kommentare geschrieben, warum ich mich nicht dazu äußere, warum ich die Gilde gewechselt habe. Und dass er mein Verhalten nicht versteht. Darauf hatte ich öfter geantwortet schon, dass ich noch geantwortet habe. Ich hatte eine Rundmail geschrieben und viele wissen das auch. Nämlich das Ganze in einem Livestream entstanden und möchte jetzt kurz nochmal erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich die Gilde verlassen habe. Nämlich wissen einige, ich war vorher bei der Gilde Rising Phoenix, die sich jetzt auf Platz 18 befindet. Und war hier wirklich verdammt, verdammt lange drin, auch noch bevor wir Rising Phoenix hießen. Und hab wirklich lange teilweise als einziger höherleveliger Spieler hiermit durchgehalten. Aber irgendwann war es halt so, ne, dass die Gilde war einfach nicht mehr die Gilde, die sie war. Aber das war für mich nicht der Grund. Also es ist weder die Bonis noch die Ritterhallenpunkte. Denn ich bin ja zu dem Zeitpunkt eine Gilde gewechselt, die nicht wirklich mir mehr Vorteile geboten hat. Nicht mehr Ritterhallenpunkte, nicht mehr Durchschnittslevel, nicht mehr Dämonenportal, sondern es war einfach der Grund, dass ich mich in Rising Phoenix war einfach irgendwie die Luft raus. Im Gildenchat ist nichts passiert und ich war dann live und sehr viele Member aus der Gilde Maskenpflicht haben mir schon tagelang unter den YouTube-Videos geschrieben, ey Terra, komm vorbei. Leiter sowie andere Leute haben mir so coole Mails geschrieben, dass sie sich so freuen würden und im Livestream wirklich 10 Leute auf einmal, ey Terra, komm noch, wir hatten mega Bock. Und das war für mich am Ende einfach der Grund, warum ich zur Maskenpflicht gewechselt bin. Nicht wegen irgendwelchen Bonis, sondern einfach, weil
Weil die halbe Gilde gesagt hat, ey Tara, wir würden uns so freuen, wenn du hier mit uns zocken würdest. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, jetzt habt ihr mich, let's go und rüber. Also mal ein kleines Statement von meiner Seite, warum ich eigentlich eine Gilde gewechselt habe. Früher war es bestimmt mal so, dass ich da als junger, unerfahrener Spieler immer die beste Gilde wollte mit den meisten Bonis, aber mittlerweile ist mir das so egal. Da ist mir wirklich die Gildengemeinschaft viel wichtiger. Also nochmal, dass ihr jetzt wisst, warum und wieso und weshalb. Problem ist halt oft, dass ich als YouTuber oder Streamer halt eine große Angriffsfläche biete. Und es ist aber auch schade zu sehen, dass dann manche Leute schreiben oder wegen einer Sache in-game dann sich persönlich angegriffen fühlen oder sagen so, das hätte ich von dir nicht erwartet. Ist halt schwierig, ne? Ich meine, das hätte wahrscheinlich 90% anderer Spieler sich nicht anhören müssen, wenn sie nicht YouTuber wären. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So viel dazu. Okay. Mine ist 20. Ich bin 350 und ich habe eigentlich Bock, richtig loszulegen. Ich habe erzählt, ich habe lange keinen Dungeons mehr probiert. Und ich werde auch nicht reingehen und jetzt probieren. Ich will mir nicht alles aufheben für den Zeitpunkt, wo ich dann komplett die neuen Steine reinballer. Und morgen ist ja Epic Event, das heißt, morgen werde ich im Stream dann gucken, ob neue Epics sogar schon besser sind als die jetzigen legendären Items, weil die habe ich ja ungefähr, glaube ich, bis Stufe 330 oder 320 gefunden. Sollte es so sein, dass morgen die Epics deutlich besser sind, werden wir uns davon eine Ladung holen und dann sind es wirklich noch die Steine, die fehlen und dann geht's hier los, ne? Ich erwarte, dass meine Stats dann bei ungefähr 21.000, 21.000, wenn nicht sogar höher liegen. Ich habe ja, wie gesagt, auch noch 3,7 Milliarden Gold, die ich skillen kann. Wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wenn es dann soweit ist, dann irgendwas mit 4 oder 5 Milliarden. Aber wie gesagt, erstmal ein bisschen die Steine ran. Ich habe einen mittleren mit 420, schönen 420 Stats und zwei mit 390. Das sind nur kleine Black Gems, ne? Und die kleinen Black Gems haben schon 80, 90 Sets mehr als die großen Black Gems, die ich jetzt drin habe. Ich will gar nicht wissen, auf wie viele Sets so ein richtig schöner, saftiger, großer Black Gem kommen würde. Und ich würde sagen, wir gönnen mal zwei Skips jetzt hier rein. Und vielleicht habe ich ja so viel Glück und es kommt jetzt ein Black Gem. Let's go. Mach noch einen. Dann lasse ich's. Ach, es tut so weh. Zweimal kleiner Geschickstein. Aber ey, 2 Millionen Gold, 4 Millionen Gold, ne, das ist alle Skillpunkte. Es ist wirklich belastend. Also wie gesagt, wenn ein Gildenleiter oder Offizier oder irgendjemand von einer Gilde mit ein bisschen mehr Teilenpunkten zuschaut und mir diese Gelegenheit oder mich anbieten möchte oder könnte, wäre das ziemlich nice. Ansonsten würde sich das hier noch ein bisschen verzögern. Und dann werde ich die Steine jetzt immer wieder suchen. Ganz klar, aber das Skippen werde ich dann erst machen, sobald wir mindestens 20, 25, eher 15 haben und nicht 12. Okay. So sieht's aktuell hier auf dem Druiden aus. Ihr wisst Bescheid. Ich hab Bock. Ich freue mich sehr auf die Aufholjagd. Ich informiere euch dann, wenn es soweit ist, ne? Wenn es hier losgeht mit dem ganzen Rumgeblätter und Dungeon-Kloppe, wird nice. Und damit ist dann das Video auch heute wieder zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben würde mich sehr freuen. Wie immer bin ich gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.